Es gibt es doch nicht. Mitarbeiter strafbar und so. Ocho. Na? Du bist mit. Warte. Nix ist gut. Pass mal auf hier. Guck mal hier wieder diese AfD mit den Mitarbeitern. Das geht doch nicht hier. Die müssen. Das muss doch raus. Das einfach weg. Das geht doch gar nicht. Also am einfachsten wäre es, die AfD würde nicht gewählt, aber das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ja, aber was machen wir denn jetzt mit den Mitarbeitern? Also wir müssen uns schon klar machen, dass es ziemlich unerträglich ist, wenn irgendwelche Einflussagenten aus Moskau, wenn irgendwelche Rechtsextremisten hier im Bundestag rumlaufen. Das muss aber alles im Einzelnen geprüft werden. Du kannst jetzt nicht einen Presseartikel nehmen und dann pauschal Leute rausschmeißen. Das muss alles rechtsstaatlichen Grundsätzen im Einzelnen geprüft werden. Und dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt ein Betretungsverbot, dann kann man jemanden den Hausausweis wegnehmen. Und ich finde, bei der Story muss das auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Ehrlich, mich ärgert das. Aber was mich am meisten ärgert, ich glaube dich auch, ist, kriegen wir die richtig gestellt? Warum haben die Umfragen immer noch inhaltlich? Immer erlebst du inhaltlich wirklich harte Arbeit an Anträgen oder erlebst du Show? Kaum. Ich erlebe viele Provokationen, ich erlebe viel despektierliches Auftreten gegenüber den allen Institutionen, die wir hier haben. Und das macht einen natürlich wütend, aber das ist ja genau die Strategie. Die Strategie ist in der Öffentlichkeit, uns lächerlich zu machen. Ist uns als Idioten, als faul, als sonst was darzustellen. Mhm. Das darf man natürlich nicht mit sich machen lassen. Wir müssen... Also cool bleiben. Cool bleiben ist ganz wichtig, also sich nicht provozieren lassen. Dann ist ganz wichtig, sich klar zu machen, dass das gefährliche Typen sind und dass das nicht ein politischer Gegner ist. Würdest du das pauschal sagen? Also mittlerweile würde ich sagen, ja. Wir haben mittlerweile einen Punkt erreicht, wo alle genau wissen müssen, was das für eine Truppe ist. Das ist eine rechtsextreme Partei, ist eine Partei, die am Rockzipfel von Wladimir Putin hängt. Und das müssen eigentlich alle wissen. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Wichtig ist aber immer, über die eigenen Inhalte zu sprechen und nicht über die Stöckchen der AfD zu sprechen. Okay, das ist das eine. Aber inhaltliche Stellen, heißt das jetzt die ganze Bandbreite oder wo würdest du sagen, wo ist inhaltliche Stellen im Moment richtig stark geboten? Also wir brauchen immer, egal ob Inhalte oder nicht, eine klare Ansage gegen Rechtsextremismus. Das muss sein. Mhm. Aber die Breite der Bevölkerung, die wird sich nur mit Inhalten überzeugen lassen. Dazu gehört Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik. Dazu gehört, dass es mit der Wirtschaft wieder vorangeht, damit die Leute wieder mehr im Portemonnaie haben. Und dazu gehört, dass wir die Ukraine unterstützen, damit dieser Krieg endlich endet. Und zwar nicht nach den Bedingungen der AfD und von Wladimir Putin, was ungefähr dieselben sind, sondern nach unseren Bedingungen und nach den Bedingungen einer liberalen Demokratie. Okay, ich danke dir. Dann gerne. Gehen wir wieder arbeiten. Ja, los geht's. Aber jetzt fällt mir noch was ein. Mitarbeiterkontrolle und so. Meine Mitarbeiter werden aber nicht kontrolliert. Ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Also, ich glaube schon. Schauen wir mal.